Na, ob das so gewollt war? Ich weiß ja nicht. Ach, du Scheiße. Wir haben ein Transportmittel geortet. Verstanden. Alle zum Schiff. Bewegung. Wo kommt der denn her? Bewegung. Komm, wir laufen einfach mal, was das Zeug hält. Na super, das wird ja großartig. Es ist ein lebender Reaper. Ich brauche einen Orbitalschlag. Worauf soll ich schießen, ist die Frage. Der Reaper ist so groß und hat keine Angriffsfläche so wirklich. Wow, was? Da ist unser Ziel. Groß, rot und leuchtend. Ist ein Schwachpunkt, während er die Geschütze scharf macht. Verdammt, wegen der Störtürme müssen wir manuell zielen. Präzisionsschüsse nicht möglich. Jetzt könnten wir vielleicht entkommen. Nein, anhalten. Wenn wir fliehen, bleiben die Geth unter Reaper-Kontrolle und die Quarianer sind tot. Es endet jetzt. Edie, verbinden Sie die Quarianer mit dem Waffensystem der Normandy. Zielerfassungslaser mit der ganzen Flotte synchronisieren. Verstanden. Wenn das nicht... als wir es nicht schaffen. Du sorgst dich so sehr. Ich liebe dich. Kila Silai. Du hast so einen Schaden, Shepard, ganz ehrlich. Mit der Normandy aufbauen und bereit sein zum Feuern. Oh, Mann. Komm schon. Wow, ausweichen. Kommt zur Seite. Okay. Na, nicht gut. Shit. Okay. So funktioniert's. Jawohl! Komm schon. Und zur Seite. Was? Oh nein. Ich hasse diese Stelle, ganz ehrlich. Es ist so schwer, den Dingern auszuweichen, weil er das Ziel anpasst. Er geht mit dem Laser dann extra noch mit dir mit. Und es ist echt schwer, gleichzeitig dieses Ding anzuvisieren und auszuweichen. Am Anfang geht es immer noch. Aber irgendwann ist er dann echt schnell, so wie jetzt gerade. Jetzt konnte ich ja gar nichts machen. Wow. Na, das kann ja was werden. Komm schon, zeig dich, zeig dich. Das kann jetzt etwas dauern, bis ich es hinkriege. Und zur Seite? Jawohl. Gut, das passt. Jawohl. So ist es in Ordnung. Was? Aber das war doch viel weiter links von mir. Das gibt's ja gar nicht. Oh. Der erschrecklichste Kampf im ganzen Spiel eigentlich. Würde ich sagen, weil er halt so schlecht einzuschätzen ist, dieser Laserstrahl. Das ist echt kompliziert. Okay, reicht das? Ich hoffe doch. Okay, ich gehe mal ein Stück so. Gut, hat funktioniert. Immer schön in Bewegung bleiben. Und zur Seite. Oh, komm, das gibt's doch gar nicht.
Ich kann nicht mehr als zur Seite wegrollen. Mann. Okay. Wir müssen es weiter probieren. Irgendwann muss es funktionieren. Das lief am Anfang irgendwie besser, ne? Beim ersten Versuch. Oder macht er automatisch eine Speicherung nach jedem Treffer? Das kann auch sein, ich weiß es nicht. Komm, zur Seite. Ja. Und wieder weg. Du musst es eben so machen. Okay. Es dauert zwar ein bisschen länger so, aber es ist vielleicht sicherer. Oh, komm schon. Irgendwann muss es doch reichen. Auf das Ding. Jawoll. Du Penner. Ich reiß dich in Stücke. Erstmal zur Seite. Okay. Haben wir. Gut. Ich bin im Rennen. Okay. Wir schaffen das. Diesmal klappt's. Immer erst ein Stück zur Seite und dann erst zielen. Hahaha. Na, wie ist das so? Ziemlich scheiße, oder? Und jetzt ist er leider verdammt nah und jetzt wird's richtig haarig, ihm auszuweichen. Okay. Aber wir kriegen das hin. Komm, weg! Ah, ich trau dem Strahl überhaupt nicht mehr von der Reichweite. Okay. Wir sind gut dabei. Das reicht. Stirb! Jawohl! Immer noch nicht genug. Ach du Schande. Erstmal zur Seite. Oh, fuck. Kann ich überhaupt ausweichen? Ich glaube nicht, ne? Stirb. Den Reaper besiegt. Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Sie leisten Widerstand gegen den Vorboten. Das ist vergeblich. Der Zyklus muss weitergehen. Was meinen Sie damit? Wir haben die Sovereign und die Geth aufgehalten, den Vorboten und die Kollektoren. Wir verdienen eine Antwort. Sie werden sie nicht verstehen. Wir überraschen sie vielleicht. Sie stehen für Chaos. Wir stehen für Ordnung. Jede organische Zivilisation muss geerntet werden, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Das ist unvermeidlich. Ohne uns müssen organische Wesen untergehen. Wir sind ihre Erlösung. Sie töten jeden in der Galaxie, um uns zu retten? Der Zyklus muss fortbestehen. Es gibt keine Alternative. Wir müssen uns aber nicht gegenseitig vernichten. Die Schlacht um Runoff. Widerlegt Ihre Aussage. Beenden Sie Ihren Krieg. Wir
werden warten. Shepard! Wir können bestätigen, dass die Geth nicht länger von den alten Maschinen gesteuert werden. Wir sind frei. Geschafft, Shepard! Die Geth-Flotte hat das Feuer eingestellt. Sie sind jetzt ganz leicht angreifbar. Shepard, Commander, die Geth haben sich nach dem Angriff der Schöpfer nur verteidigt. Verdienen wir dafür den Tod? Was schlagen Sie vor? Unsere Upgrades. Nach dem Tod der alten Maschinen könnten wir sie zu allen Geth hochladen, ohne ihre Unabhängigkeit zu opfern. Sie wollen den Reaper-Code hochladen? Dann wären die Geth genauso klug wie unter der Kontrolle des Reaper. Ja, aber mit einem freien Willen. Jede Geth-Einheit wäre eine echte Intelligenz. Wir würden leben und könnten ihnen helfen. Die Flotte greift bereits an. Das wäre unser Untergang. Shepard, Sie können die Geth nicht über mein Volk stellen. Kennen Sie noch die Frage, die die Schöpfer dazu veranlasst hat, uns anzugreifen, Talisora? Hat diese Einheit eine Seele? Jetzt kommt die heftige Entscheidung, wen wir unterstützen. Wer soll ausgelöscht werden? Wenn wir die Geth sterben lassen, bleiben die Quarianer. Wenn wir den Code hochladen, haben die Quarianer keine Chance und werden vernichtet. Aber gut, ich weiß, was kommt. Was passiert. Aber als ich damals zum ersten Mal an dieser Stelle war, habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt. Weil damals auch Tali meine Geliebte war und ich natürlich dadurch eine Verbundenheit mit den Quarianern irgendwo auch hatte. Ich konnte einfach nicht damals. Also, es war so, ich konnte einfach nicht über meinen Schatten springen und die Geth einfach sterben lassen und abschalten. Es ging einfach nicht. Und deswegen habe ich das getan, was ich auch jetzt wieder tue. Und zwar den Code hochgeladen. Laden Sie den Code zu den Geth hoch. Tali, rufen Sie die Flotte zurück, falls möglich. Upload wird durchgeführt. 10%. Hier spricht Admiral Talisora. An alle Einheiten. Angriff abbrechen. Missachten Sie den Befehl. Angriff fortsetzen. 20%. Ich flehe Sie an. Tun Sie das nicht. Bitte. Wir bedauern den Tod der Schöpfer. Sehen aber keine Alternative. 40%. Tja. Aber wir können selbst noch eingreifen und jetzt ist der Augenblick, wenn wir nicht gut genug wären, hätten wir jetzt ein echtes Problem. Denn dann müssten wir uns entscheiden zwischen Upload genehmigen oder Legion auszuschalten, aber da wir gut genug sind, können wir die Flotte mobil machen. Nein, heute stirbt niemand mehr. Legion, machen Sie weiter. Shepard? An alle Schiffe, hier spricht Commander Shepard. Der Reaper ist tot. Angriff einstellen. Hier ist Admiral Talisora. Shepard hat meine Unterstützung. Und meine auch. Negativ, wir können diesen Krieg jetzt gewinnen. Weiter feuern! 60%. Die Geth haben bald wieder volle Stärke. Wenn sie den Angriff fortsetzen, werden sie vernichtet. Bei ihnen dreht sich immer alles darum, die Geth zu töten. Sie haben sie zur Rebellion gezwungen. Sie haben sie zum Bündnis mit den Reapern gezwungen. 80%. Die Geth wollen sie nicht bekämpfen. Wenn sie das nur eine Minute lang glauben könnten, wäre dieser Krieg vorbei. Sie haben eine Wahl. Bitte. Kila Silai. An alle Einheiten Feuer einstellen. Fehler. Kopieren des Codes nicht ausreichend. Direkte persönliche Verteilung erforderlich. Shepard Commander, ich muss zu Ihnen gehen. Es tut mir leid. Es ist die einzige Möglichkeit. Legion, die Antwort auf Ihre Frage lautet ja. Ich weiß, Tali. Aber danke. Kila Selai. Und so haben wir beide gerettet. Geth und Quarianer.
Admiral Rahn. Ich habe gehört, dass Ihr Schiff eine Bruchlandung gemacht hat. Schön, dass Sie es überlebt haben. Ich habe alles über Funk verfolgt. Wenn Herrn Garrel nicht aufgehört hätte... Hat er aber. Wir haben schwere Verluste erlitten. Ich weiß nicht, ob es uns möglich ist. Wo sollen wir hingehen? Sie können gerne mit uns nach Ranoff zurückkehren, Admiral. Legion? Nein, es tut mir leid, Commander. Legion hat sich geopfert, um uns allen Intelligenz zu geben. Wir werden ihn dafür ehren. Gut. Und wir werden Legions Versprechen halten. Die Gersflotte hilft ihnen bei der Zurückeroberung der Erde und unsere Techniker unterstützen sie beim Bau des Tigels. Unsere selbstverständlich auch. Admiral, haben Sie schon über mögliche Siedlungsgebiete nachgedacht? Der Südkontinent hatte ausgezeichnetes Ackerland, soweit ich mich erinnere. Werden Sie klarkommen? Ich denke schon, Commander. Vielen Dank. Besichtigung für ein Zweithaus? Ein Grundstück am Strand. Schlagen Sie zu, der Markt ist umkämpft. Sind Sie okay? Ich weiß, die Zusammenarbeit mit den Geth wird schwierig werden. Ich bleibe nicht. Ich komme mit ihm. Aber du hast ein Zuhause gefunden. Und alle Quarianer haben jetzt wieder ein Zuhause gefunden, neben den Geth. Und vor 10 Minuten wäre das noch undenkbar gewesen eigentlich, dass die einfach mal dann zusammenarbeiten. Aber Legion hat halt alles darauf gegeben, ne? Er war halt doch irgendwie ein bisschen anders als die anderen Geth. Und letztendlich hat er sich jetzt integriert in den Geth-Konsens, um den Geth richtige Intelligenz zu geben. Und jetzt sind sie auf unserer Seite. So haben wir es dann am Ende doch noch geschafft, beide Seiten zu retten. Und ich kann auch mal dazu sagen, wenn wir diese Möglichkeit nicht gehabt hätten, Herrn Garrel jetzt noch zu stoppen und ihren Angriff durchgeführt hätten, wären nicht bloß die Quarianische Flotte vernichtet worden, sondern Tali hätte das nicht überstehen können geistig, diese Sache, und hätte sich hier von der Klippe gestürzt in den Tod. Das heißt, wir hätten Tali auch verloren an der Stelle. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die richtige Entscheidung getroffen und sie gerettet haben. Also, ich meine mit sie, die Quarianer. Dadurch, dass wir Herrn Garrel aufgehalten haben. Und dadurch haben wir letztendlich auch Tali dann gerettet. Ich wollte nicht fragen. Warum nicht? Weil ich sie respektiere, verdammt. Glauben Sie denn, ich würde nicht wollen, dass Sie mit mir kommen? Dann fragen Sie. Tali. Ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ich weiß nicht, ob wir die Reaper besiegen können. Aber was auch geschieht, ich möchte bei ihnen sein. Schmeichlerin. Schleimerin! Nein, ist ja schön, dass sie bei uns bleiben will. Das sagen sie doch jedem, der ihnen eine Heimatwelt schenkt. Nur den Hübschen. Ich würde es verstehen, wenn sie bleiben müssten. Ich weiß, aber ich sehe das alles. Ein Bild der Hoffnung und des Friedens. Aber ich denke nur an all diejenigen, die ich verloren habe. Mein Team auf Haystrom, mein Vater, sogar Legion. Ich traure um einen Geth. Wie verrückt ist das denn? Es ist überhaupt nicht verrückt. Trotzdem ist es wunderschön, oder nicht? Ja, das ist es. Es wird Jahre dauern, bevor wir ganz ohne unsere Anzüge leben können. Aber dieser Moment... Dieser Moment gehört mir. Commander Shepard, wie ich höre, haben Sie das Problem mit den Geth geklärt. Ja, Ratsherrin. Zwei sogar. Ich kenne die Berichte. Sie haben einen 300-jährigen Krieg beendet. Ich hatte viel Hilfe. Wir haben isolierte Gruppen von Geth. Soweit wir wissen, sind es Geth-Körper, in denen Reaper-Code geladen ist. Aber das ist nur ein Bruchteil der ganzen Geth-Flotte.
Sie haben Unmögliches geleistet, Commander. Und vielleicht kann ich Ihnen auch helfen. Ich habe Informationen von meiner Regierung, die aber für einen ungesicherten Kanal zu heikel sind. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Ja, das wäre optimal, Commander. Ich erwarte Sie dann in Ratsherr Udinas Büro. Klingt interessant. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Tja, damit haben wir einen Krieg beendet, der seit Jahrhunderten getobt hat, und haben zwei Gruppierungen, die unvereinbar gegeneinander standen, letztendlich wieder vereinigt. Und ich hoffe, dass die jetzt in Frieden miteinander auf Rannoch leben können. Aber ich glaube, das gibt eine tierischste Infektion bei Tali jetzt, wo sie sich die Maske abgenommen hat gerade. Aber gut, warum nicht? Das wird's wohl wert sein, die Luft der Heimatwelt mal atmen zu können. Commander, beschäftigt Sie etwas? So, was haben wir denn da? Bereitschaft der Galaxie. Ja, eigentlich ist ja nichts Neues, würde ich sagen. Ne? Das ist ja eigentlich alles so, wie es vorher war. Wir können es uns trotzdem ja mal anhören, denn ein bisschen was hat sich ja geändert bei der Bereitschaft und so. Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Es wird langsam. Aber da die Reaper ihren Vorteil an allen Fronten ausspielen, bleibt uns nicht mehr viel Zeit, um aufzuholen. Ach, das war's schon. Das war ja nicht so viel Information jetzt. Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Quarianer und Geth an Bord zu bringen, hat uns wirklich sehr geholfen. Die Quarianer unterstützen Evakuierung und Beschuss, während die Geth Versorgungslinien der Reaper angreifen. Ja klar, das kommt ja auch dazu, zu unserer Kampfstärke. Wir haben natürlich unglaublich viel Verstärkung jetzt dazu bekommen, weil wir eben beide Fraktionen auf unserer Seite haben, ne? Wie ist die Reaper-Situation? Es läuft nicht gut, auch wenn sie Ron noch etwas Zeit verschafft haben. Unsere Bedrohungsanalysen zeigen, dass die Reaper an den meisten Fronten die Oberhand gewinnen werden. Und jetzt sind die Asari ein Hauptziel. Sie sind die höchst entwickelte Spezies der Galaxie. Wir werden bald wissen, ob das etwas bedeutet. Wenn Sie gestatten, hätte ich eine persönliche Frage. Sprechen Sie frei heraus. Warum haben Sie mir all das übertragen? Weil Sie der einzige Hurensohn sind, den ich habe, der weiß, wie man Reaper tötet. Man muss nur clever sein und ein bisschen Glück haben. Das kann eigentlich jeder. Ihre Akte sagt was anderes, Shepard. Sie saßen vor vielen Jahren auf Akkus in der Falle und waren der Einzige, der überlebt hat. Schon damals war klar, dass da mehr war als bloßes Talent. Und deswegen bin ich qualifiziert, die Galaxie zu retten? Ich sag Ihnen mal was, das ich auf die ganz harte Tour lernen musste. Sie können einen Soldaten bezahlen, damit er schießt, angreift und einen Hügel einnimmt. Aber nicht, damit er an etwas glaubt. Ich kann Ihnen nicht folgen. Bei Ihrem Kampf gegen die Sovereign gab es keinen Grund, an Ihren Sieg zu glauben. Aber Ihrer Crew war das egal. Sie folgte Ihnen trotzdem. Ihr Flug durch das Omega-4-Portal war die eindeutigste Selbstmordmission, die es je gab. Und trotzdem blieb ihre Crew bei ihnen und war stolz darauf. Warum? Weil sie an sie geglaubt hat, an ihren Anführer. Und genau das brauche ich jetzt. Wo immer es hingeht, es wird mit Sicherheit ziemlich unangenehm. Und sie werden uns auf die andere Seite bringen. Das ist alles, Sir. Und Shepard, das interessiert Sie sicher. Es gibt Neuigkeiten von Ihrer Mutter. Oh. Sie lebt, es geht ihr gut und sie wurde zum Rear Admiral befördert. Sie hilft bei der Logistik für den Tigel. Danke, Sir. Ich bin sehr erleichtert. Ich dachte, noch ein Shepard könnte nicht schaden. Und sie ist verdammt stolz auf das, was sie da draußen tun. Hackett, Ende. So, so. Wir sind also der einzige Hurensohn, der genug Loyalität erzeugen kann. Wunderbar. Ich frage mich gerade, wo Tali jetzt eigentlich Platz nimmt. Steht sie jetzt hier in der... Nee, sie steht hier nicht in der Ecke. Die ganzen Quarianer sind jetzt auch wieder runter. Dann müssen wir uns dann erstmal eigentlich auf die Suche begeben, wo Tali denn jetzt gelandet ist. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal ins Kriegsterminal, denn hier gibt es einiges an Neuerungen. Oh, schaut euch mal die Leiste unten an. Die ist irgendwie voll. Na sowas. Gut, also wir haben jetzt gerade kräftig was dazu bekommen. Schauen wir mal bei Alien. Was ist denn hier neu dazugekommen? Volus Bomberflotte. Volus bevorzugen bei Konflikten den Kampf aus der Luft und verlassen sich bei der Unterstützung am Boden auf die Turianer. Sie unterhalten mehrere Flottillen mit schweren Bombern, die in jeder Atmosphäre einsatzfähig sind. Die Batarianerflotte, genau, die haben wir ja von, wie hieß er denn? Balak? Ich glaube, der hieß Balak, ne? Bekommen.
Die vormals gewaltige batarianische Navy wurde bei dem Angriff der Reaper auf Kashan nahezu aufgerieben. Die wütenden Überlebenden haben sich zu einer einzigen Flotte zusammengeschlossen. Batarianische Flüchtlinge melden sich zu Tausenden, weil sie nach der Vernichtung ihrer Heimatwelt einen neuen Lebenssinn suchen. Keine Ansammlung von Schiffen fiebert einem Kampf gegen die Reaper mehr entgegen als die letzten Kriegsschiffe von Kashan. Aktualisiert: Als höchstrangiger Offizier, den es in der Hegemonie noch gibt, ist Balak der letzte militärische Anführer der Batarianer. Seine Führungsqualitäten, seine Energie und seine kaum unterdrückte Wut haben seine Truppen wachgerüttelt. Balak hegt zwar einen tiefen Hass auf die Allianz, würde aber alles tun, um sein Volk zu retten, und hat sich deshalb widerwillig mit den Menschen zusammengetan, um die Reaper aufzuhalten. Aktualisiert: Batarianische Flüchtlinge versammeln sich um die Pfeiler der Stärke und ziehen aus der Beschaffung dieses heiligen alten Artefakts neuen Mut. Genau, denn das hatten wir ja beschafft. Die Citadel-Verteidigungsstreitmacht. So, da ist bestimmt bloß eine Aktualisierung. Das hatten wir schon mit den Ressourcen. Das hatten wir auch schon, würde ich denken. Spectre-Befehl, militärische Vorräte hatten wir schon. Ein Spectre hat C-Sicherheit die Erlaubnis erteilt, private Überwachungskameras anzuzapfen. Das hatten wir, glaube ich, auch. C-Sicherheit hat die Erlaubnis, eine zivile Miliz auszubilden, hatten wir schon. Grissom-Akademie hatten wir schon. C-Sicherheit konzentriert sich auf kleinere Verbrechen, das hatten wir auch. Nach Versicherungen, dass es für die Kriegsbemühungen entscheidend ist, dass die investiert haben, genau, das hatten wir. Von Commander Shepard beschaffte Pläne helfen C-Sicherheit von Cerberus auf der Citadel zurückgelassene Geschütze problemlos zu finden und zu deaktivieren. Und das Buch von Planix sagt, dass jeder Volus in Zeiten der Not anderen helfen muss. Die Nachricht vom Fund des Buches hat viele Volus-Bürger dazu veranlasst, an die Wohlfahrt der Citadel und die Kriegskasse großzügige Summen zu spenden. Coole Sache. So, was ist denn bei der Allianz anders? Halt hier oben bei den Technikkurs? Der Sockel einer Statue aus dem Hesperia-Zeitalter ist mit proteanischen Inschriften bedeckt, deren Übersetzung für die Techniker, die an dem Proteanergerät arbeiten, sehr hilfreich waren. Ach so. Na, wenn's weiter nichts ist. Abtrünnige Jägerpiloten. Als die Menschheit expandieren wollte, wurden erfahrene Piloten gebraucht, um Kolonien in noch unerforschte Bereiche des Alls zu gründen. Die glücklosen Männer und Frauen der Allianz, die sich auf dieses Abenteuer einließen, wurden mittlerweile von den Reapern aus ihren Kolonien vertrieben. Nach einem Gespräch mit Lieutenant Steve Cortez sind einige dieser hochgradig kompetenten Jägerpiloten bereit, gegen den Feind zu fliegen, der ihr Zuhause zerstört hat. Ach so, ja, stimmt. So, Said ist ja auch auf unserer Seite jetzt. Said Massani hat den Ruf, einer der härtesten und besten Söldner in den Terminus-Systemen zu sein. Cerberus hat Massani einige Monate nach der Vernichtung der Kollektoren kontaktiert und ihm eine Arbeit angeboten. Die Verhandlungen scheiterten und seitdem nimmt Massani vornehmlich Aufträge an, die seinem Fastarbeitgeber schaden. Seine jahrelange Erfahrung und sein Überlebensinstinkt sind wichtige Vorteile im Kampf gegen die Reaper. Cool, cool. Dass der mit unter Allianz aufgeführt ist, ist aber auch cool.